Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute wirklich einen Durchbruch erreicht im Bereich Bildung. Wir können euch ein Leuchtturmprojekt präsentieren, und zwar das Thema, was uns Sozialdemokratinnen und Demokraten besonders am Herzen liegt. Gute Bildung von Anfang an. Wir werden investieren nicht nur in die Kita, sondern auch in die Ganztagsschule, in die berufliche Bildung bis hin zur Universität. Ein großes Bildungspaket dafür, dass es endlich mehr Bildungschancen für alle Kinder in unserem Land gibt. Wir wollen zum Beispiel die Ganztagsschulen ausbauen und endlich den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder verankern. Wir wollen außerdem die berufliche Bildung endlich mit der akademischen gleichstellen. Und wir wollen vor allem auch das BAföG verbessern und die Hochschulen besser finanzieren. All das gehört zu unserem Bildungspaket, und ich freue mich sehr, dass es gemeinsam mit Hubertus Heil gelungen ist, so viel rauszuholen, und hoffe, dass es ein Thema ist, was euch davon überzeugt, dass es bei aller Skepsis vielleicht gut ist, für eine neue große Koalition zu stimmen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute wirklich einen Durchbruch erzielt im Bereich Bildung, im Bereich Forschung. Es geht um gerechte Chancen, es geht um Chancengleichheit in der Schule, in der beruflichen Bildung, in der Hochschule, in der Weiterbildung, für alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen unabhängig von der Herkunft. Und wir haben viel erreicht aus sozialdemokratischer Sicht. Wir haben durchgesetzt ein Ganztagsschulprogramm. Das unsägliche Kooperationsverbot kommt weg, damit Bund und Länder gemeinsam arbeiten können für bessere Bildungschancen. Wir investieren richtig Geld in den Ausbau von Ganztagsschulen, aber auch in digitale Bildung, in die berufliche Bildung. Es wird eine Mindestauszubildendenvergütung geben für Azubis, um dafür zu sorgen, dass die auch besser über die Runden kommen. Wir werden dafür sorgen, dass die Gebühren wegkommen bei Meister- und Technikerkursen, die berufliche Bildung zu stärken. Wir haben viel erreicht auch für Studierende, beispielsweise indem wir eine BAföG-Reform durchgesetzt haben für mehr Chancengleichheit. Wir werden die Qualität der Lehrer an den Hochschulen nachhaltig verbessern, indem wir den Hochschulpakt dauerhaft stellen und dafür sorgen, dass mehr Geld zur Verfügung steht, auch für Forschung, zum Beispiel an Fachhochschulen. Also unterm Strich ein großes und wichtiges Paket. Es wird so viel Geld investiert in Bildung und Forschung wie noch nie. Das ist ein Aufbruch für ein Land der Chancen. Und das ist genau das, was Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen. Also in diesem Bereich kann man sagen, haben wir die sozialdemokratischen Vorstellungen, die wir hatten, durchgesetzt. Das ist ein guter Tag für Bildungschancen und für Forschung in Deutschland.